Checkpoint. Okay, wir sind also auf der richtigen Fährte hier. Und, boah, ja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Direkt so eine Granate ins Gesicht zu werfen, geworfen zu bekommen, ist auch sehr schön. Aber naja. So, wer war noch nichts, Jungs, ne? Soll ich springen? Nein. Müssen wir hier runter? Scheint so. Intervall 04, Infiltrierung. Beobachter. Situation. Ein Vierkampfeinsatzagent hat das HQ-Gebäude von Amakam erfolgreich infiltriert. Die SSEGD-Eskorte wurde in einem Hinterhalt neutralisiert. Zusätzliche US-Spezialstreitkräfte wurden in Bewegung gesetzt. Versuche, Verhandlungen mit feindlichen Truppen einzuleiten, blieben erfolglos. Mission. Das anfängliche Missionsziel besteht darin, das Firmennetzwerk wieder online zu bringen, damit der Vier-Koordinator auf das System zugreifen kann. Der Vier-Einsatzagent begibt sich anschließend zur letzten bekannten Position des SSEGD-Aufklärungsteams. Gut. Dann machen wir das ganze Ding mal wieder online. Das ATC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Ja gut. Suchen Sie den Netzwerk-Hub und setzen Sie ihn zurück. Okay. Also sprich Modem suchen und Kabel 10 Sekunden raus und wieder rein. Oh, Disco Light. Oh, ihn hat schon erwischt. So das? Oh. Wir gehen jetzt erstmal extra nicht direkt da lang. Denn wir schauen uns lieber an, wie die Decken hier runterfallen und gehen jetzt in diese Tür. Gehen Sie mir aus dem Weg. Nein. Mach ich nicht. Du bist nämlich doof. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrogravitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Hier gibt's auch nichts, scheint es. La 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 la. Tür geht nicht auf. Was gibt's hier Schönes zu entdecken? Nicht viel. Und hier? Auch nicht viel. Warum geht meine Taschenlampe ständig aus, verdammt? Ich hasse das. Mal jetzt ernsthaft. Ich brauche Licht. Haben die alle so Trafo-Taschenlampen, wo man immer fleißig drehen muss, oder wie läuft das, dass die nach 10 Sekunden aus sind? Gibt's doch gar nicht. Ah ne, hier sind wir hergekommen. Und hier ist gerade jemand lang gegangen und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Die Tür geht natürlich nicht auf. Warum auch? Wie machen wir das denn jetzt? Offline, offline, alles offline. Ist vielleicht irgendwie so eine Karte oder so, womit man das aufmachen kann. Da war es nämlich teilweise in 4.2, glaube ich. Da gab es nämlich auch so versteckte Tür, also verschlossene Türen, und dann konnte man das mit irgendeiner Karte aufmachen. Ja. Und ja. Waren wir hier schon? Vielleicht können wir hier was machen. Scheint nicht so.
Wie spät haben wir es denn? 1:15. Und immer noch kein Veto. What the fuck? Okay. Holy shit. Was war denn das? Oh. Das Telefon leuchtet. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von einer Nummer von außen. Peter? Ihr Carla von Hudson Avionics. Wo sind die denn alle? Ich kann keinen erreichen. Ich muss mit Brad über seinen Entwurf reden, aber er beantwortet meine Anrufe nicht. Es ist wichtig, dass er sich schnellstens bei mir meldet, okay? Danke. Ende der Nachrichten. Ja, die rufen wir dann später zurück. Wenn wir hier irgendwas gefunden haben. Was jetzt, glaube ich, der Fall sein sollte. Aha. Checkpoint. Wir sind also nicht ganz so falsch. Und schau mal, was hier so los ist. Okay. Was war das bitte? Was war er denn für einer? Verdammt. What the fuck? Alter. Holy shit. Das ist aber gut. Hä? Willst du, dass ich sterbe? Boah, was zur Hölle? Ey, was ist das denn? Alter. Es reicht ja nicht, dass ich mich jetzt 20 Mal erschrocken habe. Ne? Nein, es muss das 24. Mal sein. Gott. Ja, warum sind die auch immer so halb unsichtbar? Verdammt. Gibt's auch gar nicht. Soll ich mich jetzt von denen töten lassen oder wie? Ja, ist gut, ich weiß, dass du hier bist, Freundchen. Oh, so langsam nerven sie, ey. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Ja, ist gut, wir wissen alle, dass du hier bist. Kein Problem, kein Problem. Ja, ja. So, ich mache jetzt hier, glaube ich, meine Munition an diesen Viechern alle. Und ich habe keinen Plan, was ich jetzt mit denen machen soll. Ah, schön ins Gesicht schlagen. Okay, wo bist du? I wanna punch in your face. Sie haben drei neue Nachrichten. Ja, dann sag mal. Erste Nachricht von Jack Habiger. Jack Habiger hier. Ich habe die Werte analysiert und empfehle Perseus zu stoppen, bis wir wissen, was die Synchronisation verursacht. Die Muster sind identisch mit dem letzten Mal, aber die Konsequenzen wären eindeutig wesentlich schlimmer. Nächste Nachricht von Jack Habiger. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie vergessen vielleicht, dass Vetter noch ein Kind war, als dies das erste Mal passierte. Und als Folge des Schlamassels musste Origin endgültig beendet werden. Diesmal sprechen wir von einem Spezialisierten mit telepathischer Verbindung zu hunderten blind verwolfenen Soldaten. Aha. Scheint, es hätten wir noch einen dieser komischen Viecher hier. Mal gucken, wann es hinter uns steht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Dass irgendwer vorgesprungen kommt und... Bitte Phil, kein Problem. Nee. Scheint es nicht zu sein. Ist hier irgendwo eine Tür? Ah.
Oder sind wir hergekommen? Ich weiß es nicht. Ja, hier sind wir hergekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Trafo-Taschenlampe immer weniger aushält. Was mich jetzt gerade ein bisschen stört, wenn ich das so sagen darf. Ich will längere Akkulaufzeiten. Wo geht's denn hin? Mensch. Wir haben es, glaube ich, gefunden. So. Ja, das Licht muss ausgerechnet jetzt ausgehen, das ist genau so. So, genau so sollte es sein. Schlag dir doch ins Gesicht. Verdammt. Komm her. Nein, ich will auch immer noch keinen Text eingeben. Ich wollte erstmal meine Mails checken. Alienware. Ja, so sieht's auch aus, ne? Pro-Gamer-Rechner. Okay, Upload läuft. Offenbar wurde Icarus zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Vettel und seine Soldaten von da. Okay. Es geht also um Perseus.